Willkommen zurück zu einer neuen Folge Beyond Two Souls. Wir sind im nächsten Kapitel angekommen mit dem Namen Obdachlos. Und genau das sind wir, gestrandet auf den eiskalten Straßen. Oh, Jody geht's gar nicht gut. Am Ende ihrer Kräfte. Wir spielen auch genau nach dem Kapitel Gejagt. Und ich denke mal, die Wunden sind immer noch nicht alle verheilt. Oh shit, die arme Kleine. Und dazu dieser eiskalte Winter. Aber wo sollen wir hin? Wir wissen, wir werden gesucht wegen Verrat von der CIA und der Regierung. Aber was genau wir getan haben, das wissen wir gar nicht. Und wo ist Nathan? Nathan sucht uns ja immer noch. Okay, wir können telefonieren. Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Okay, hier hören wir klar raus, Jody hat das Vertrauen zu Nathan irgendwie verloren. Vielleicht nicht ganz, aber zum größten Teil, denn sonst würde sie ja sagen, wo genau sie ist. Wenn Nathan ihr nur Gutes will. Oh, verflucht, nein, Jody! Was für Kreaturen! Was können wir tun? Na komm schon. Hier drüben liegt eine junge Frau. Anscheinend wollen die uns holen. Wir sollten uns lieber beeilen. Okay, Aiden, was können wir tun? Der Container. Hey. Was war das? Mann, dreh dich doch um. Oh, dieser Idiot. Okay, wir jagen sie weg. Noch ein Versuch. Diesmal gehen wir direkt auf ihn los. Schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du?
Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen, jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gern alles teilen. Okay, da wären wir bei Stan. Scheint ein guter zu sein. Na, Jody, immer noch am Leben. Aber wie lange wollen wir hier draußen durchhalten? Wir haben ja gesehen, wie wir am Ende waren. Ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trink ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Armes Ding. Danke, Stan. Ja. Na gut, dann schauen wir uns hier mal ein wenig um. Scheint eine nette kleine Siedlung zu sein. Erstmal hier drüben hin. Den finde ich gut, der gefällt mir. Klar, ein bisschen viel am Saufen, aber sonst scheint ein netter Kerl zu sein. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Ich sag dir, netter Kerl. Okay, gehen wir mal zu der anderen hin. Die ist schwanger.
Das ist natürlich wirklich hart, wenn man schwanger ist. Hier draußen alleine, so ein Winter und dann noch ein kleines Baby. Hi. Hi. Aber sonst nichts zu sagen? Ich finde ja, sie sieht sehr gepflegt aus. Na gut, der Letzte im Bunde, und zwar der Junkie. Und einem Junkie würde ich niemals trauen. Oh Gott, ist der fertig? Ich könnte sowas nie. Mir selber eine Spritze geben, würde ich nicht fertig kriegen. Ich hasse Spritzen. Ich finde die abartig, die Dinger. Ein Stück Metall geht unter deine Haut und sowas auch noch selber machen. Also ich finde, dazu gehört einiges. Okay, hier unten scheint der Highway, Freeway zu sein. Nee, Highway. Freeway wäre ja was anderes. North. Western. Wo genau sind wir? Ich weiß gar nicht, wo genau Beyond the Souls spielt. Aber ich denke mal, hier drüben kommen wir nirgendwo hin. Hier, was haben wir denn hier? Ein Messer. Ja, das sollten wir lieber mitnehmen. Keine dumme Idee. Oh nein, Mädchen. Mach keine Dummheiten. Komm schon, leg es weg. Komm schon, leg es weg. Keine Sorge, Jody, wir kriegen das alles wieder hin. Das Leben ist wertvoll und man sollte immer kämpfen, finde ich. War hier drüben was? Eine Notiz? Nee. Wow! Du bist hier am Zittern. Nimmst du Drogen? Nein. Nein, 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 nein. Das ist es nicht. Es ist schwer zu erklären. Na, dann lass es doch. Spaß dir. Damit das klar ist. Ich hab keinen Dope und ich hab keinen Bock auf den Scheißdreck. Nein. Nein, ich nehme keine Drogen. Okay, das ist die Wahrheit. Wollen wir hier rein? Hier können wir gar nicht rein. Und hier können wir nichts tun. Tja, dann gibt es nur noch einen Weg. Ich habe ja so eine Theorie, wieso jetzt die Erscheinungen bei Jody so stark kommen. Es könnte sein, weil sie ziemlich am Ende ist, dem Tod ziemlich nah, dass dann die Geister vom Jenseits eben stärker werden. Ist unser Vorrat schon leer? Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen was besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja. Ja, ich komme mit. Na gut, dann gehen wir. Wie wär's hier drüben? Nein? Okay. Der sah noch relativ frisch aus. Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen's hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Ich bin am Verhungern.
Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Mann, sind wir am Ende. Ich leide mit dir. Wirklich, ich leide mit dir. Die arme Jodie. Können wir jemanden anreden? Okay. Ich denke mal, so wird das nix. Aber wo sollen wir hin? Da, bitte? Ist nur Futter. Das ist so hart. Oh Mann, die beiden hier drüben. Pizza, Burger, was sollen wir nehmen? Ach, ich esse nur die Hälfte, den Rest schmeiß ich weg. Wenn es ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieden. Da sieht man mal, was für kleine Probleme wir haben. Wir nehmen ernsthaft. Boah, sogar mit Blumen. Ich würde ihr sofort was geben. Oh nein, ich finde das richtig schlimm. Die Kleine, wie sie hier sitzt, leidet. Dazu der Schnee, die Kälte. Oh, verflucht. Die arme Jodie. Na komm schon. Mann, wie schrecklich. Hier. Ein Dollar? Einen ganzen Dollar. Alles klar, wir haben einen Dollar. Haben wir noch ein bisschen Kleingeld? Oh! Ja, richtig! Aiden! Wir können das nicht machen, Aiden. Oh, doch können wir. Ich bin kein Dieb. Ist doch egal. Ist doch egal, wir nehmen das. Ich würde es nehmen. Ich muss es tun. Genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jodie, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Jodie, wenn du das Geld gestohlen hast... Es wird ganz bestimmt niemand vermissen. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich habe dafür niemanden umgebracht. Ich kaufe uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Ich würde da reingehen. Was hast du da, Alter? Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektvoll. Willst du das, Ed? Ja, schon dabei, Mann. Alter, komm schon.
Solche Wichser! Guck ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was laufen wir? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Mist. Ich bin angeschlagen, aber für die reicht's noch. Boah, diese Wichser. Ach, komm schon. Ich bin ein Mädel. Oh, Jody. Mach sie fertig. Fuck. Das Miststück ist krank. Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab. Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier. Wo sie wieder kommen. Okay.